Ja, und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu diesem kleinen Infovideo. Und zwar möchte ich gerne ein neues Projekt zusammen mit den Dremoniacs aus dem Forum starten. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir gerne den Großraum Köln nachbauen möchten und haben uns nun darauf geeinigt, dass ich mich hauptsächlich um die Schienentrassen kümmere und er wird später sich dann um die Ausdekorierung kümmern. So ist erstmal der erste Plan, den wir so gemacht haben, und wir haben uns einen angenehmen Bereich ausgesucht, vor allem weil ich gesagt habe, ich möchte gerne die und die Städte drauf haben, weil die einfach meines Erachtens wichtig sind für den Betrieb dieser Karte. Und hier habt ihr mal einen kleinen Ausschnitt. Also wir haben den Kölner Hauptbahnhof eher so im linken oberen Teil der Map und wir setzen dann natürlich Richtung Südosten weiter bis nach Siegburg-Bonn, und die Map wird nicht ganz im 1:1 Verhältnis sein. Wir werden ein bisschen kleiner sein, das heißt, wir werden etwa bei 1:1,5, aber das ist durchaus angenehmer als noch auf der Rhein-Ruhr-Map, weil ich glaube, auf der Rhein-Ruhr-Map sind es 1:3 oder 1:2,5, und wenn man da teilweise sieht, wie ich das bearbeiten musste, das ist nicht schön. Aber ja, das ist ein neues Projekt, das ich gerne mit ihm zusammen machen möchte. Ich hoffe, es besteht auch Interesse bei euch, denn ich möchte natürlich die Rhein-Ruhr-Karte nicht vernachlässigen, aber gerade aus dem Punkt, weil ich mit den großen Baustellen auf der Ruhr-Karte fertig bin, bleibt für mich so ein bisschen die Arbeit zurück. Das heißt, ich baue ja gerne an den Gleisen und ich möchte nicht eine Random-Karte anfangen und habe dann einfach gesagt, okay, weil er hat ja auch angefangen, eine Köln-Karte zu bauen, und habe ihn dann gefragt, ob wir nicht zusammen ein Projekt starten möchten, denn ich wollte die Köln-Karte nach der Rhein-Ruhr-Karte erstellen, und da sind wir halt auf dieses Projekt gekommen. Ich freue mich wirklich sehr, dass es zustande gekommen ist, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit, falls du das Video siehst. Da werden wir sehr viel Spaß miteinander haben. Aber falls das ganze Projekt dann anfangen sollte, wird es sicherlich nochmal ein detailliertes Infovideo geben, vor allem dann auch mal eine Map-Übersicht, was haben wir wirklich alles drauf, wie verlaufen später mal die groben Strecken. Das wird aber alles später kommen. Genau, dann habe ich auch noch geplant gehabt, ein paar mehr Mod-Vorstellungen und Map-Vorstellungen in nächster Zeit auf meinem Kanal zu bringen. Einfach damit der Kanal mal ein bisschen auflebt. Ich weiß, ich habe jetzt wöchentlich immer dieses Übersichtsvideo gebracht, aber ich möchte gerne einfach noch ein bisschen mehr Content für euch bieten. Auch allgemein, dass ihr mal seht, wie bauen die anderen Leute. Dass ihr mal seht, okay, es gibt den und den Mod, vielleicht kenne ich den ja noch gar nicht und das ist eine Empfehlung dann von mir. Wer weiß, es gibt immer Sachen, wo dann die Leute immer wieder erfreut sind, und das erfreut dann auch mich. Ja, hier bei der Mitfahrt habt ihr anfangs den Düsseldorfer Hauptbahnhof gesehen und jetzt gegen Ende den Duisburger, und ich hoffe, das ganze Ausdekorierte gefällt euch schon. Denn so wird es selbstverständlich auf der Ruhrkarte weitergehen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Resttag. Schreibt mal eure Meinung bitte unten in die Kommentare, was ihr denkt von diesen neuen Projekten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.